Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Woche-Analyse für die Kalenderwoche 20 und zwar für die Handelstage vom 13.05. bis 16.05.2019. Mein Name ist Markus Klebe, wir sind wie gewohnt auf dem Kanal von JFD und diese Trading-Woche-Analyse wird die Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold beinhalten. Wir werden auf das Big Picture schauen, werden darauf schauen, was ist denn da in der vergangenen Handelswoche passiert. Donald Trump twittert und die Märkte spielen quasi verrückt. Wir hatten ja doch ordentlich Dampf auf der Abwärtsseite, aber zwischendurch auch immer wieder interessante Bewegungen auf der Aufwärtsseite. Also die Käuferseite, die ist noch nicht weg vom Fenster und wir müssen das Ganze mal ein wenig einordnen für die kommende Handelswoche. Welche richtungsentscheidenden Bereiche sollten jetzt hier grundsätzlich wichtig sein? Die Analyse der vergangenen Handelswoche, die war ja auch sehr, sehr gut, denn wir haben ja wichtige Bereiche festgelegt und es war relativ zügig klar, dass eben die Fortsetzung der Aufwärtsseite, gerade was die Indizes betrifft, erstmal keinen Bestand haben wird, sondern eben das Szenario der Abwärtsseite. Das war relativ eindeutig, schon direkt mit dem Start, quasi eigentlich kurz nach der Trading-Woche-Analyse, denn sie war letztens ja am Sonntag um 20.15 Uhr, kurz danach twitterte Donald Trump das erste Mal und in der Nacht haben die Märkte ja dann schon mit einem Rutsch auf der Abwärtsseite eröffnet. Wir blicken erstmal ganz kurz auf den Risikohinweis, bevor wir loslegen. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen erstmal ganz kurz auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Und da ist eigentlich wie vergangene Handelswoche erstmal auch nichts Nennenswertes, was jetzt die Märkte konkret stark bewegen soll. Wir haben weder Non-Farm Payrolls noch irgendwelche Zinsentscheidungen noch irgendwelche FOMC-Protokolle, also alles, was in der Vergangenheit die Märkte etwas bewegt hat, kommt in der kommenden Handelswoche jetzt auch nicht raus. Und in der vergangenen Handelswoche war es ja dann eher Donald Trump, da sprechen wir gleich nochmal drüber, der hier die Märkte eigentlich mehr oder weniger bewegt hat, beziehungsweise das Problem oder die Entscheidung hier eben Strafzölle gegenüber China eben dann eben ja zu eröffnen oder eben aufzusetzen. Und das war ja das Kernthema der vergangenen Handelswoche. In der kommenden Handelswoche, ja, 14.30 Uhr am Mittwoch hier, Controlling des Einzelhandels. Man sollte ein wenig vorsichtig sein, auch vorher 8 Uhr und 11 Uhr jeweils Germany und Eurozone. Ohne Bruttoinlandsprodukt, das sind Dinge, die können ein wenig die Märkte bewegen, vorher auch am Dienstag ZDW-Umfrage, aber das sind jetzt nicht so die Kerndinge, auf die der Markt nun so extrem reagiert, wobei wir hier Controlling des Einzelhandels schon von vorher 1% jetzt 0,4% erwarten, also etwas schlechter, aber da müssen wir mal schauen, das sind jetzt nicht so die kriegsentscheidenden Dinge. Freitag 16 Uhr dann nochmal Reuters Uni Michigan Verbrauchervertrauen, da kann man schon mal so ein bisschen drauf schauen, aber ich denke auch hier sollte es jetzt erstmal die Märkte nicht nennenswert bewegen. Deswegen können wir hier auch relativ zügig weiter switchen. Und zwar auf die Seite vom Handelsblatt. Ja, das klicke ich hier mal weg. Hier ist ein Artikel, den, Moment, den kann man auch gerne sich mal durchlesen. Ich werde den Link dazu dann unter das Video jetzt hier gleich posten, entsprechend. Und hier wird nochmal darüber gesprochen, was dann überhaupt passiert ist bezüglich den USA und China. Da geht es ja um diesen Handelskrieg und es steht schon in der Headline, dass jetzt hier eben nicht mehr viel Zeit ist, dass so eben die USA, China 2 Wochen Zeit gegeben hat, hier zu reagieren, beziehungsweise im Artikel steht dann auch nochmal, dass es eben ein Monat ist und dass die Verhandlungen weitergehen, dass eben am Freitag erstmal ja, die beiden Parteien sich getrennt haben, aber erstmal alles danach aussieht, ja, wir werden eine Einigung finden und das führte am Markt dann am Freitagnachmittag auch wieder dazu, dass er sich ein wenig erholte. Zwischendurch gab es immer Druck, auch wenn dann eben die Seite wieder so ein bisschen aussah, naja, irgendwie scheinen wir uns doch nicht zu einigen, dann ging der Markt runter und sobald dann irgendwie es nur ganz ein bisschen so aussah, als würde man sich hier doch irgendwie einigen können, schoss der Markt quasi direkt wieder nach oben. Und lest euch das gerne durch, dann hat man das so ein bisschen im Hinterkopf, was hier dann auch vor allem in der kommenden Handelswoche wichtig sein könnte, denn dieses Thema wird uns nach wie vor beschäftigen, wenn auch vielleicht nicht ganz so stark wie in der vergangenen Handelswoche, aber Entscheidungen, die hier eben getroffen werden, kriegsentscheidende Entscheidungen, die werden auch nach wie vor die Märkte bewegen. Und es ist damit nicht ausgeschlossen, dass aufgrund dieser fundamentalen Daten der Markt auch nochmals Druck auf der Abwärtsseite bekommen könnte. Wenn dieses Thema halbwegs glimpflich weiter behandelt wird, denke ich, übergeordnet, und ich spreche jetzt von den Indizes, ist es hier durchaus denkbar, dass wir erstmal rein fundamental wieder steigen können. Und das werden wir uns
uns dann natürlich gleich anschauen. Wir starten erstmal ganz kurz nochmal den Blick auf die Analyse der vergangenen Handelswoche. Damit sind wir ja jetzt auf dem YouTube-Kanal von JFD und erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr eben diesen Videos so zahlreich die Daumen nach oben gebt und ich würde euch natürlich bitten und mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr auch dieses Mal wieder diesem Video einen Daumen nach oben gebt. In der vergangenen Handelswoche kam das Video ja relativ spät. Heute haben wir es dann erst Samstag, also es werden auch wieder mehr Leute sehen und ich freue mich natürlich, wenn weiterhin diesen Videos ein Daumen nach oben gegeben wird und zusätzlich dann immer nochmal der Hinweis vom YouTube-Kanal für diejenigen, die hier regelmäßig diese Analyse schauen. Ihr wisst, wenn ihr auf die Beschreibung geht dieses Videos, findet ihr die entsprechenden Märkte, darunter DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold, dahinter eine Zeitangabe und diese Zeitangabe, wenn man dort draufklickt, landet man in der Analyse jeweils bei dem Markt, der hier interessant für einen vielleicht ist oder den man eben hören möchte und muss sich dann nicht vorher vielleicht die anderen Märkte anhören, die einem da vielleicht gar nicht irgendwie interessant sind. Wir switchen mal hier auf die Analyse, können das Bild jetzt mal ein wenig kleiner machen und schieben das mal so ein bisschen rüber, um jetzt hier mal so ein bisschen zu schauen, okay, in der vergangenen Handelswoche, ich habe jetzt eigentlich mal vorbereitet, jeden Markt, wie wir ihn in der vergangenen Handelswoche gesehen haben und die Indizes, die waren ja erstmal ganz klar, wirklich charttechnisch ganz klar weiter aufwärts tendierend. Und selbst leichte Abgaben hatten wir erstmal so behandelt, wenn sie denn kämen oder gekommen wären. Leichte Abgaben wohlgemerkt. Ja, wir hatten hier gesagt, okay, wenn es so ein bisschen nach unten geht, dann ist das alles noch weiter long. Ja, Erholungen, die dann jederzeit eintreten können. Aber wir haben eben einen richtungsentscheidenden Bereich festgelegt. Und das werden wir ja heute auch wieder tun. Die für mich oder der für mich wichtig ist, solange der Markt eben da drüber oder in diesem Fall ja heute, ja, wir werden es heute auch da drüber haben, aber da drüber oder da drunter ist für mich entsprechend dann die Short- oder die Long-Seite interessant. Und in der vergangenen Handelswoche, wir sehen das hier, das ist so in etwa der 284er Bereich, den wir hier eben angenommen haben. Das ist im Chart dann Pi mal Daumen diese Zone hier. Ja, dieser Bereich, das ist hier dieses Kästchen gewesen und ich hatte gesagt, wenn der Markt da drüber ist, dann long, aber er eröffnete, und das war ja dann schon eine Sondersituation, er eröffnete in der Nacht schon sehr, sehr schwach, ging dann in der Nachtsession erstmal weiter nach unten und wir fanden den Montagseröffnungskurs auf extrem tiefen Niveau mit einem riesen Gap und so ein riesen Gap ist natürlich erstmal ein Zeichen zum einen Achtung, und zum anderen ein Zeichen übergeordnet für Schwäche und dass man dann eben von der Nordseite, von der Longseite natürlich relativ zügig auf die Abwärtsseite switcht. Und wir haben eigentlich diese ganzen Schwünge, wie sie sich dann eben in der vergangenen Handelswoche verhalten haben, sehr, sehr gut erwischen können. Wir haben in den Livestreams jeweils die Richtungen sehr, sehr gut ja, vorher geahnt quasi, auch die Erholung dann erstmal am Montag, da dann das Gap sehr, sehr groß war und so weiter, also das war erstmal recht gut. Und wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt erstmal hier unten nochmals am Freitag nachmittags erholend gewesen, wir sind sogar schon wieder im Bereich um die Marke 12.200, wir hatten den Bereich, wie ich es auch gesagt hatte, wir hatten mit den Bereichen 12.130, 12.040, 12.000 und in der Woche haben wir uns dann nach unten auch nochmal angepasst in Richtung 950, also wir haben auch die Unterstützungen sehr, sehr gut erwischt hier im Livestream und wir sind jetzt erstmal von dort wieder drüber. Wir haben bestimmte vorherige Unterstützungen von unten schon wieder durchstoßen und sind aktuell im Bereich 12.200, wenn wir uns mal grob sagen. Also wir haben immer wieder zwischendurch Stärke bekommen. Was zeigte das? Wir hatten zwar negative Vorzeichen, also fundamentale negative Vorzeichen, die dann eben auch charttechnisch negativ wurden. Ja, wir haben eben die besprochenen Bereiche ja hier eben dann in der Wochenanalyse auch angesprochen. Aber wir hatten zwischendurch dann auch immer wieder, wir sehen das ja rechts grün, immer wieder relativ starke Gegenbewegungen, relativ starke Erholungen, was einfach auch zeigte, hey, die Käuferseite, die ist noch da. Die Käuferseite hat Kraft. Die Käuferseite kann den Markt, wenn auch erstmal nicht trend umkehrend, aber immer wieder ein ganzes Ende weit nach oben drücken und auch am Freitag sind wir dann erstmal zum Nachmittag wieder relativ stark gen Norden gelaufen. Wir nehmen das Bild jetzt hier mal weg, schauen nur auf den Chart, schieben den Chart auch mal ein wenig zusammen, um uns jetzt so die vergangene oder die kommende Handelswoche mal ein wenig zurechtzulegen, so ein bisschen zusammenschieben. Tun wir uns das Bild nochmal, Moment. So, so lassen wir es.
Wir haben jetzt Stärke bekommen. Wir sind übergeordnet, um das nochmal kurz einzunorden. Wir sind übergeordnet trotz der Abgaben. Natürlich weiterhin erstmal long tendierend. Wir haben, oder die letzte Kernbewegung, die letzten zwei Kernbewegungen sind ja diese. Das ist hier Ende März war das. Ja, leichte Konsolidierung, nächste Kernaufwärtsbewegung. Und jetzt hat diese Konsolidierung hier einfach mal ein bisschen stärker stattgefunden, aber lediglich, und das sieht im S&P nicht anders aus, in den US-Märkten nicht anders aus, lediglich in das Unterstützungsniveau hier dieser alten Bewegungshochs. Also charttechnisch fast Lehrbuch, ja, dass wir in diesen Unterstützungsniveaus dann eben auch rein charttechnisch erstmal mit dem ersten Test, das war hier fast punktgenau, der Test dieser Hochs hier, ziehen wir mal rüber an diesen Punkt, da hat der Markt fast punktgenau, genau die Hochs getroffen, dann kam der erste Schwung auf der Aufwärtsseite, dann kam zum Freitag sogar nochmal Schwäche, hat hier die nächsten kleineren Unterstützungsniveaus getestet und es kam wieder Schwung auf der Aufwärtsseite. Also der Bereich, der wurde übergeordnet charttechnisch jetzt erstmal nur gebrochen oder nicht gebrochen, sondern getestet und es ist natürlich jetzt ohne Zweifel denkbar, dass wir eben ganz sauber wieder nach oben laufen, die US-Märkte wieder nach oben laufen, wir eben wieder Stärke sehen und man nicht verwundert sein sollte, wenn dann eben hier mal eine Woche lang. Es war ja wirklich nur eine Woche bis jetzt, wo mal so ein bisschen Angst verbreitet wurde, wo dann entsprechend auch Druck auf der Abwärtsseite kam. Wie gesagt, der Druck, der kann auch weitergehen, aber wir brauchen jetzt einen wichtigen Bereich oder wichtige Bereiche, über die wir sprechen müssen, oberhalb derer wir dann eben, oder ich persönlich, dann eher long handle, wieder mit dem Gedanken, dass wir neue Bewegungshochs ausbauen, mit dem Gedanken, dass wir eben die Jahreshochs neu ausbauen, also weiter nach oben gehen, oder aber eben unterhalb derer dann eben gegebenenfalls nochmal Druck auf der Abwärtsseite aufkommen kann. Und das müssen wir uns jetzt einzeichnen und das ist ja eben der Plan, den wir uns hier dann eben in dieser Trading-Wochenanalyse auch immer machen. So, wir haben natürlich ein Vorwochentief, wir haben dann auch natürlich die Unterstützungsniveaus 12.000, 12.040, wir haben hier noch so ein paar oder noch einen Schlusskurs und einen Eröffnungskursbereich. Wir haben dann die 132 und wir haben den Bereich um die Marke 12.200, was der Schlusskursbereich ist. So, jetzt können wir mal so ein paar Szenarien oder mein Kernszenario einbauen. Auch wenn jetzt hier in diesem Bereich kein kernunterstützendes Niveau liegt, dort wo der Eröffnungskurs vom Freitag liegt, wo vom Donnerstag der Schlusskursbereich liegt, das ist so in etwa der Bereich, gestartet 12.050 bis in den Bereich 12.075. Ich würde jetzt mal vorsichtig davon ausgehen, und das ist so mein richtungsentscheidender Bereich, solange der Markt oberhalb dieser Bereiche bleibt oder oberhalb dieser Zone bleibt, ist es denkbar, dass der Markt weiter die Aufwärtsseite sieht. Was da bedeuten würde, leichte Rücksetzer, zum Beispiel an die 132, was auch in der vergangenen Handelswoche ein wichtiger Bereich war, der wurde hier direkt getestet, also wirklich punktgenau getestet. Also ein Test dieses Bereiches durchaus denkbar, aber sogar nochmal etwas Dampf auf der Unterseite in den Bereich 75 in den Bereich 50 durchaus denkbar. Also wir hätten dann hier erstmal schon mal zwei Bereiche, die zum Beginn der Handelswoche gegebenenfalls interessant werden, jeweils dann eben mit dem Abwarten von Triggern, wenn der Markt eben hier nach oben kommt, dass man dann entsprechend aus diesen Bereichen in Richtung Long handelt. Das würde ich erstmal grundsätzlich gerne so betrachten wollen, aber wir müssen uns auf jeden Fall gleich dann den S&P anschauen, denn der ist ja natürlich etwas kriegsentscheidender, gerade jetzt, wo eben eigentlich das Problem ja aus den USA kommt. Das Problem kommt ja eigentlich nicht aus Deutschland, sondern der DAX, der passt sich natürlich der Schwäche, der primäre Schwäche der US-Märkte an. Ja, wir müssen natürlich auf die US-Märkte schauen, solange dort wirklich gegebenenfalls das Bild noch extrem klar short bleibt, dann würde man sich hier natürlich zurückhalten, mit Verkäufen zwar auch, ja, das bedeutet, dass ich dann hier oben sehr, sehr konservativ agiere, wenn allerdings auch so langsam die Vorzeichen aus den USA, und da sind wir auch am Freitag relativ stark geworden, solange die dort grün bleiben oder grün werden, wären diese Szenarien hier denkbar. Und dann ganz klar, also da brauchen wir über die Ziele gar nicht großartig sprechen, das ist, denke ich, relativ eindeutig, wer mich dann auch kennt. Wir haben hier charttechnische Bereiche, das ist einmal so ein bisschen kleiner, das ist so ein kleinerer Bereich, der liegt so um die Marke 250. Dann als nächstes kommt der Bereich 285 und dann kann es relativ zügig gehen. Wir haben dann hier nochmal so einen Bereich um die Marke 375, den hatten wir ja auch in der Vergangenheit als wichtigen Bereich betrachtet und mit dem Bereich auch gearbeitet. Und dann eben natürlich relativ zügig der Schlusskurs des vorletzten Freitags hier oben im Bereich 450, gleichzeitig dann natürlich die Schließung des Gaps
welches sich eröffnet hat vom Schlusskurs vorletzten Freitag zum vergangenen Montag, dass der Markt dann natürlich peu à peu von Widerstand zu Widerstand hier langsam dackelt, dass er eben hier eine Sequenz steigender Hochs, steigender Tiefs ausbaut. Aber auch auf diesem Niveau dort oben könnte es dazu kommen zwischendurch, dass die charttechnische Sauberkeit einer Aufwärtsbewegung mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs mal durchstoßen wird, wenn dann mal wieder ein wenig stärker mit Zähnen gerasselt wird. Ich mach's mal hellrot. Wäre es zwischendurch nicht verwunderlich, wenn mal eine Gegenbewegung etwas stärker ist, um dann eben hier entsprechend weiter die Aufwärtsseite aufzunehmen. Und auch diese richtungsentscheidenden Bereiche, beziehungsweise aktuell haben wir ihn ja hier unten, wenn sich der Markt nach oben bewegt, dann werden wir natürlich täglich dann auch entsprechend diese richtungsentscheidenden Bereiche immer anpassen müssen, sodass wir eben, wenn dann wirklich mal von hohem Niveau aus auf einmal Momentum auf der Abwärtsseite aufkommt, nicht eiskalt erwischt werden und uns die Beine und der Boden unter den Füßen weggerissen wird, und so wir so überrascht werden, dass wir dann natürlich auch darauf vorbereitet sind, wenn dann hier oben mal Abwärtsmomentum aufkommen sollte, dass ich es dann später da oben dann auch gegebenenfalls sogar handeln würde. Ja? Aber ich würde hier oben erstmal gerne die Aufwärtsseite primär wieder betrachten wollen. Und wenn der Markt aber, und das kann eben sogar schon, wie wir es ja in der vergangenen Handelswoche gesehen haben, direkt am Montagmorgen der Fall sein, starkes Gap nach unten, weil irgendwie am Wochenende Donald Trump wieder eine Laus über die Leber gelaufen ist und er sich dann eben wieder mit seinem Twitter dort hinsetzt und Nachrichten rausfeuert, dass natürlich dann sofort die Vorzeichen wieder rot sind. Wir sind unterhalb der 12.500. Dann ist es hier schnell denkbar und das kann dann auch mit Momentum stattfinden. Nächste Kernunterstützung ist der Bereich um die Marke 840. Ja, vorletzte oder letzte Wochentief ist ja 950. Das kann hier auch schnell nochmal um die 100 Punkte weiter nach unten gehen. Wenn wir uns die letzten Male anschauen, wo neue Bewegungstiefs ausgebaut worden sind, das ist da dann hier einmal der Fall gewesen, hier der Fall gewesen. Und wenn wir das jetzt hier nochmals neu ausbauen, dann ist es durchaus realistisch, in den Bereich 890 bzw. 840 zu rutschen. Vielmehr würde ich jetzt erstmal nicht annehmen wollen. Wir haben hier unten natürlich dann auch nochmal so einen markanten Hochpunkt, der da getestet werden kann, um dann übergeordnet wieder aufwärts zu laufen. Hier drunter wäre die Abwärtsseite interessant. Wir müssen dann schauen, inwiefern denn die fundamentalen Daten auch eine Rolle spielen, wie lange das eben Bestand haben könnte. Und da war es wirklich so, man konnte anhand der Nachrichten den Markt handeln. Das war so, das ist selten so, aber das ist in diesem Fall so gewesen. Von daher muss ich da auch wirklich sagen, das ist ein Punkt, wo man fundamental auch ein bisschen drauf schauen muss. Ja, das ist der Gedanke jetzt hier meinerseits zum DAX. Wir switchen auf den S&P, der natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und hier können wir auch nochmal ganz kurz, Moment, da muss ich das mal kurz eröffnen und wir gehen mal auf den S&P der vergangenen Handelswoche. Hier die entsprechende Analyse des S&Ps und hier hatten wir genauso, wie wir es im DAX gemacht hatten. Wir hatten hier einen richtungsentscheidenden Bereich festgelegt und ich will diesen einfach hier auch nochmal ganz kurz einzeichnen. Das ist diese Zone hier oben gewesen, das Unterstützungsniveau um die Marke 29. Ja, und wir hatten gesagt, alles, was darunter stattfindet, ist denkbar für die Abwärtsseite. Ich hatte hier zwar relativ konservativ die Ziele noch auf der Abwärtsseite gewählt. Die haben wir auch erstmal angelaufen und wir mussten dann aber die Ziele auf der Abwärtsseite noch ein wenig erweitern. Ja, haben das auch recht gut hinbekommen. Da kamen auch diverse Fragen, bis wohin kann der Markt fallen. Wir haben den wirklich dann immer analysiert und geschaut, wo sind die nächsten Kernunterstützungen, wo der Markt dann hinrutschen kann. Und die hat er teilweise wirklich punktgenau dann eben getroffen. Aber hier auch hier war klar, das ist einfach das Bild, was ich jetzt noch mal kurz zeigen wollte. Wenn man sich Gedanken macht, was charttechnisch wichtig ist, welche richtungsentscheidenden Bereiche wichtig sind, dann wird man auch nicht eiskalt von solch einer Bewegung hier überrascht. Und die Abwärtsseite war Motto und es ist jetzt ähnlich wie im DAX. Wir müssen uns einfach überlegen, ich will das gar nicht länger jetzt ausweiten. Wer sich die S&P-Analyse anschaut, soll auch gerne noch mal die DAX-Analyse vorher sich anschauen, weil der Kern der Bewegung ist ja hier einfach der gleiche. Wir haben einfach auch im S&P einen übergeordneten Unterstützungsbereich angelaufen. Ich zeichne das jetzt hier auch nochmal ein. Wir kommen ja von weit, weit, weit unten. Hatten hier oben dann einmal eine Konsolidierung, hatten hier nochmal eine Konsolidierung, hatten zwischendurch natürlich hier Aufwärtsbewegungen entsprechend. Und was haben wir jetzt gemacht? Wir haben eigentlich nur diese letzten zwei Hochpunkte getestet. Das ist charttechnisch völlig sauber. Das ist charttechnisch völlig okay, dass wir diese zwei markanten charttechnischen Bereiche, hier ist auch nochmal so ein kleiner Hochpunkt, dass wir diese jetzt einfach von der Nordseite getestet haben. Und da die Aufwärtsseite, ja, da sind wir erstmal einmal hier, Moment, da machen wir mal einen Pfeil draus, kein Kreis,
Da sind wir einmal hier, der Test der ersten Niveaus, das war dann hier, leichte Reaktion und dann sind wir hier in die nächsten Tiefbereiche nochmal reingelaufen und jetzt zum Freitag auch eben mit erstmal ein bisschen mehr Stärke wieder auf der Nordseite. Also das ist auch erstmal nichts Verwunderliches, aber auch hier ist die Kernreaktion in diesen Unterstützungen schon gekommen. Abwärts kann es auch hier jederzeit gehen. Schaut euch wie gesagt den DAX dazu an. Wir haben aktuell eine Amplitude fallender Hochs, fallender Tiefs. Auch wenn ich jetzt erstmal aus dem Bauch raus sagen würde, aufgrund dessen, dass eben Donald Trump und China sich, naja, nicht geeinigt haben, das definitiv nicht, aber die Gespräche erstmal weitergehen werden und die Gespräche nicht sofort kommende Woche weitergehen werden, sondern vielleicht in 2 Wochen, vielleicht in 3 Wochen. Also das wird sich noch ein wenig hinauszögern und Donald Trump hat auf jeden Fall signalisiert, dass er da einen langen Atem haben wird. Somit wird das Thema weiterhin entscheidend sein, aber ich denke, dass nicht jeden Tag, wie es in der vergangenen Handelswoche war, jeden Tag dann irgendwie neue Erkenntnisse kommen, neue Spekulationen kommen, der Markt es erstmal jetzt verarbeitet hat, die Zölle sind da, es wird zwar noch ein zweites Paket, ist in Vorbereitung, diese Erkenntnis ist allerdings auch da, also da ist alles jetzt in den Preis oder im Preis inbegriffen quasi. Und wenn nicht eine neue Hiobsbotschaft kommt, denke ich, wird sich die Kernbewegung, wie sie Anfang des Jahres hier quasi gestartet ist, durchaus realistisch fortsetzen können. Das bedeutet im S&P, wir haben eine realistische Chance. Ich würde vielleicht noch nicht sofort zwingend davon ausgehen, dass der S&P nächste Woche neue Jahreshochs und quasi damit ja auch neue Allzeithochs ausbaut. Aber es ist durchaus denkbar, dass wir uns hier weiter mit der Aufwärtsseite beschäftigen. Allerdings sind wir hier im S&P ganz knapp vor dem für die kommende Handelswoche wichtigen richtungsentscheidenden Bereich. Und zwar ist das dieser 76er Bereich, mit dem haben wir in der vergangenen Handelswoche auch gearbeitet. Der war auch sehr, sehr wichtig. Denn erst als Unterstützung und dann eben als Widerstand. Wir hatten hier dann mehr oder weniger in diesem Bereich die Kernunterstützung. Danach hatten wir in diesem Bereich Widerstand und jetzt sind wir zum Freitagabend mit dem Freitagsschlusskurs hier dann sogar nochmal durch diesen Bereich durchgegangen. Man kann auch durchaus gerne 2 Bereiche annehmen. Wir haben hier unten ja nochmal so einen Schiebezonenbereich. Da hatten wir zwischendurch auch mal hier in den Livestreams mal ein Fibonacci angelegt. Das nehme ich nochmal kurz raus jetzt hier. Das stört eigentlich grundsätzlich nur. Da wird man nur von so, löschen, schließen. So, aber wir haben hier unten nichtsdestotrotz nochmal so einen Tiefbereich gehabt. Moment. Ja, wir haben hier so einen Tiefbereich gehabt und wir haben hier so eine Kernschiebezone gehabt. Ja. Somit ist der Bereich 76 zwar für mich der kernunterstützende Bereich, allerdings vielleicht erweitere ich ihn sogar bis hier runter. Machen wir es so, ja, machen wir es so. Denn das ist zwar sehr, sehr groß gefasst jetzt, das sind gute 10 Punkte, allerdings bei der aktuellen Volatilität ist das gar nicht so viel, ist natürlich ein relativ großer Bereich, aber oberhalb diesen Bereiches, also wirklich oberhalb von diesem Bereich, würde ich erstmal ganz klar sagen, realistische Chance, dass es weitergeht, leichte, minimale Erholungen, von mir aus auch hier so rein, dann geht der Markt wieder drüber, würde für mich bedeuten, ich würde es erstmal vorsichtig weiter auf der Long-Seite versuchen. Ja, das bedeutet nicht, dass ich sofort ganz aggressiv kaufe, 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 es kann durchaus sein, dass ich die Aufwärtsseite erstmal wieder etwas schleppender Natur vorwärts bewegt. Ja, wir kennen das eigentlich auch, wenn wir uns in den letzten Wochen die Aufwärtsbewegung angeschaut haben. Das war gerne hauptsächlich teilweise nur so ein Tag, manchmal waren es 2 Tage, die wirklich kernmäßig die Aufwärtsseite zeigten. Es war nicht so, dass jeder Tag irgendwie aufwärts, aufwärts, aufwärts lief. In Summe sind wir aufwärts gelaufen im S&P, aber in den letzten Wochen ist auch der Ausbau neuer Bewegungshochs, neuer Jahreshochs zum Ende neuer Allzeithochs, der war teilweise sehr, sehr schleppend und war begleitet damit, dass auch schnell die Hochs auch erstmal wieder abverkauft wurden, um dann 5 Tage später, 4 Tage später wieder neues Hoch auszubauen. Und genauso könnte sich das jetzt hier auch wieder erstmal schleppend nach oben bewegen, somit erstmal ein bisschen konservativer die Aufwärtsseite. Ja, dass das hier so langsam nach oben geht. Wir kennen die wichtigen nächsten Bereiche. 2900, 2905, 2920, der richtungsentscheidende Bereich aus der vergangenen Handelswoche. Und dann kommen hier die nächsten Bereiche, die ich dann eben als Ziele auch durchaus für realistisch halte. Und wenn wir uns die Schwankungen der vergangenen Handelswoche anschauen, eine Abwärtsseite,
Woche. Wenn wir uns die Schwankungen der Wochen davor, der Aufwärtswochen anschauen, ja, wir haben ein bisschen mehr Volatilität, die jetzt auch noch ein wenig in der kommenden Handelswoche durchaus Bestand haben wird. Aber wenn wir uns mal die Schwankungen der Wochen zuvor anschauen, der Aufwärtswochen, ja, ich zeichne das mal kurz ein, das ist dann diese Größe in der Woche, dann haben wir diese Größe hier in der Woche. Und hier ging es ja dann sogar schon mit abwärts so ein bisschen, also die Schwankung der Woche, die war ja dann schon ein bisschen größer. Wobei die jetzt gar nicht so zählt, weil es keine Aufwärtswoche war. Ja? Die Wochen zuvor, das war sogar hier eine Seitwärtswoche, aber wir sehen, dass die Schwankungen hier in den Aufwärtswochen gar nicht so extrem groß waren. Und wenn man rein von den Schwankungen ausgeht, dann würde ich erstmal sagen, okay, es wäre realistisch, wenn man ein bisschen höher die ganze Sache annimmt, 2,39, 2,934. Und das ist das, was ich eingangs sagte. Ich gehe erstmal nicht davon aus. Ja, das kann auch sich in der Woche ändern, die Meinung, dass der Markt nächste Woche gleich neue Bewegungshochs und neue Allzeithochs ausbaut, aber durchaus realistisch in den Bereich um die Marke 2,930, 2,935 klettern könnte. So, und somit haben wir hier dann eben den Bereich um die Marke 76 hinab bis in den Bereich, ja, 65 jetzt hier, wie gesagt, so ein bisschen größer, erstmal als potenzielle Kaufbereiche. Und wenn dann hier aber Momentum auf der Abwärtsseite wieder aufkommt, das wird mitunter, wenn dann auch höchstwahrscheinlich relativ zügig gehen. Wir sehen hier Druck, wir sehen, dass der Bereich in etwa 65 nach unten durchstoßen wird. Wie gesagt, nimmt jetzt den unteren Bereich nicht für bare Münze. Wenn hier Druck auf der Abwärtsseite aufkommt, wenn eine Sequenz fallender Tiefs, fallender Hochs auftritt, dann ist es hier durchaus nicht unrealistisch, dass wir die Tiefbereiche exakt hier unten die 25 angetestet, ja, hier mal diesen Bereich ein bisschen überpaced, aber auch nicht so unwichtig als Ziele. Wir haben die Ziele auf der Unterseite teilweise ein bisschen überschritten. Aber who cares, wenn wir einen Zielbereich überschreiten, also mehr laufen, ja, dann ist es ja eben super für uns. Blöd ist es, wenn der Markt kurz vorher dreht. Und hier haben wir dann den Zielbereich relativ sauber getestet am Freitag, um dann hier die Umkehrbewegung zu fahren. Und somit hier, das ist so der Gedanke für den S&P oberhalb jetzt aktuell durchaus realistisch, dass es weiter nach oben geht. Allerdings müssen wir immer gerade 2900 und 2905, diese Zone hatten wir in der vergangenen Handelswoche auch schon sehr, sehr häufig. Hier sollte man so ein bisschen aufpassen. Das ist ein schöner Zielbereich, ja. Aber mal gucken, wie sich der Markt hier oben verhält. Es kann sein, dass wir den richtungsentscheidenden Bereich dann sogar so ein bisschen anpassen und er erstmal mit diesem Bereich hier oben so ein bisschen kämpft. Ja, dass er nicht direkt durchgeht, sondern erstmal vielleicht einen Tag oder zwei Tage sich da oben so aufhält und dann am vierten Tag vielleicht nach oben durchfeuert. Und ich muss euch auch in der kommenden Handelswoche zwei Tage alleine lassen mit den Livestreams. Also Donnerstag und Freitag ist weder der Chris noch meine Wenigkeit da. Aber wir werden das alles Mittwoch noch besprechen. Wir haben Mittwoch noch ein Devisenradar-Webinar. Also wir können alle Märkte wirklich vorbereitend besprechen für Donnerstag und Freitag und mal schauen, wie sich das hier auf der Aufwärtsseite zeigt. Naja, und unten auf der Short-Seite ist es ja dann in Anführungsstrichen sowieso ein bisschen einfacher, weil wenn es Short geht, wenn es weiter abwärts geht, dann durchaus denkbar, dass das dann auch wieder mit Momentum stattfindet. Kommen wir zum Euro-US-Dollar. Und vorab gesagt, Euro-US-Dollar und Gold gab von meiner Seite keinen Trade in der vergangenen Handelswoche. Ich kann euch das auch zeigen, warum. Wir haben hier auch eine Trading-Wochenanalyse gemacht. Wir haben auch hier besprochen, dass die grundsätzlichen Volatilitäten oder wenn man den Blick auf die Volatilität richtet, sei es im Gold oder sei es eben hier im Euro-US-Dollar, dann ist es nach wie vor so, dass die Volatilität enorm gering ist. Gerade die Volatilität auf Tagesbasis, dann runtergebrochen, sowieso auf 4-Stunden-Stundenbasis und so weiter. Also wir haben extrem geringe Volatilitäten, was eh schon bedeutet, ich handle konservativ. Was hatten wir dann als richtungsentscheidenden Bereich? Das war hier, ich kann es jetzt gar nicht genau erkennen, aber wir können das in etwa mal einzeichnen. Und Moment, das ist, wenn ich da nochmal kurz genau hinschaue, Schlusskurs war da, das ist hier so diese Zone. Das ist der richtungsentscheidende Bereich. Und oberhalb dieses richtungsentscheidenden Bereiches hatte ich ja gesagt, wäre die Long-Seite denkbar. Was zeigte der Markt? Er zeigte Tendenzen auf der Long-Seite, aber das war nix, ne? Hier kam dann, ich glaube, es war Donnerstag, mal so ein bisschen Momentum auf der Aufwärtsseite, aber der Zielbereich hier oben, was ich erstmal gesagt habe, das kann schon angelaufen werden, die 63, das schaffte der Markt nicht mal. Also das sind so 60, 70 Ticks Wochenschwankung wohlgemerkt, das ist nix. Und vorher, und das war auch das, wo ich dann gesagt habe, da werde ich erstmal die Finger davon lassen. Wir haben hier vorher so eine Schiebezone aufgebaut, das hatten wir in den Livestreams besprochen. Diese Schiebezone bedeutet auf Basis von 3 Tagen eine Schwankung von, ich glaube, 30 oder 35 Ticks
in 3 Tagen, selbst wenn es 40 sind, das ist ja nichts. Was will man da machen? Da kann man nichts machen. Wir haben schon ein Spread von einem Tick. Ja, also, da, oder ein bisschen weniger, aber da, das ist einfach egal, was man hier macht, für Swing Trading sowieso und selbst im Daytrading ist das eigentlich relativ uninteressant. So, dann kam der Break auf der Aufwärtsseite nochmal aus dem Bereich raus. Hier kam dann sogar nochmal der Test. Das wäre eigentlich der einzige besprochene Einstiegsbereich gewesen. Der Test nach dem Breakout aus dieser Schiebezone nach unten, um dann hier in Richtung 63 zu kaufen. Ich persönlich habe ihn verpasst und der Zielbereich wurde hier nicht angelaufen. Zum Ende der Handelswoche hätte man aus dieser Position zwar einen kleinen Profit, aber nichts Nennenswertes. So, was sollen wir nun aus dieser Situation machen? Es ist nach wie vor in dem Euro-US-Dollar enorm schwierig. Das muss man einfach so sagen, weil wenn keine Bewegung da ist, was will man machen? Wir brauchen Bewegung. Und klar, für den Hardcore-Scalper, der hier sich mit 3, 4, 5, 6, vielleicht 10 Ticks zufrieden gibt, der kann hier natürlich in dem Markt arbeiten. Das ist absolut nicht meine Herangehensweise, auch wenn ich trade, meine Ziele mittlerweile nach unten reduzieren muss. Aber es ist für mich aktuell wirklich an der untersten Grenze, den Markt überhaupt zu handeln, nach wie vor. So, aber wenn man ihn handeln möchte, dann haben wir eben jetzt hier wichtige Bereiche für die kommende Handelswoche. Wir haben als einen erster grundlegend interessanten Bereich, wir sind ja so ein bisschen laufend hier auf der Aufwärtsseite, dass wir hier erstmal den 63er Bereich erneut anlaufen. Also das durchaus denkbar, dass wir hier über diesen Hochbereich rüberlaufen, durchaus denkbar, beziehungsweise dass das ein Ziel ist. Da der Markt in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr shoppy ist, also genau das Gegenteil eines lehrbuchhaften Marktes bedeutet, ja, dass der Markt eben gerne mal markante Hochs rausholt, dann eben der Breakout nicht funktioniert, sondern der Markt wieder zurückkommt, der Markt langsam hin und her pendelt, der Markt unvolatil ist, ist es zum Beispiel dann, oder wäre es mal eine Überlegung, nur mal ganz kurz in den Raum geworfen, wenn der Markt hier über dieses Hoch rübergeht, dass man mal antizyklisch handelt. Aber hier oben würde ich nach wie vor diesen antizyklischen Trade auf der Short-Seite so ein bisschen vorsichtig weiter die Long-Seite, wenn man mal als richtungsentscheidend diese Schiebezone der vergangenen Handelswoche, das startete mit diesem Bereich ja quasi hier vorne schon, diese Schiebezone, Kernschiebezone der vergangenen Handelswoche als richtungsentscheidend annimmt, ja, wäre nach wie vor vorsichtige Rücksetzer interessant für die Long-Seite. Ja, Rücksetzer zum Beispiel aus dem Hochbereich, dass man dann sagt, okay, wenn der Markt zum Beispiel hier in diesen Bereich geht, dass man es nochmal auf der Aufwärtsseite versucht oder wenn wir auch hier diesen Bereich des Schlusskurses der vergangenen Handelswoche später erst nach oben der Markt läuft und dann diesen Bereich hier nochmal so testen, ja, dass es dann vielleicht Trigger für die Nordseite gibt. Aber nach wie vor Ziele für die Handelswoche, wenn wir wissen, in der kompletten Handelswoche, vergangene Handelswoche, davor, die Wochen war es ja ein Hauch mehr, aber wenn wir hier irgendwie nur 60, 70 Ticks in der kompletten Handelswoche abgearbeitet haben, dann ist hier ein leichtes, dann späteres Überschreiten dieser Hochs auch fast schon als Maximum annehmbar. Ich würde nicht damit arbeiten, dass der Markt jetzt mal ganz locker den Bereich um die Marke 13,30 anläuft. Das ist einfach ein bisschen zu hoch angenommen aktuell im Euro-US-Dollar. Naja, und die Short-Seite, die zugegebenermaßen aktuell nach wie vor für mich eigentlich die interessantere Seite ist und ich dann lieber teilweise abwarte, bis der Markt dann auch wirklich mir teilweise so ein paar Signale gibt. Wir haben hier so ein paar Tiefpunkte, mit denen man arbeiten könnte, wo man dann sagt, okay, wenn der Markt wichtige Bereiche durchschreitet, zusätzlich den richtungsentscheidenden Bereich, dass man dann, ich mache den Bereich mal hier unten fettrot, dass man dann ab diesem Bereich hier unten anfängt, an die Short-Seite zu denken. Nicht vorher. Ja, außer hier oben so einen antizyklischen Gedanken, aber da mache ich dann wirklich, wenn ich sowas habe, wenn ich das sehe, wenn das zeitlich hinpasst, dann versuche ich das einmal und wenn es nicht hinhaut, dann lasse ich das aber auch wieder, weil antizyklisch ist immer gefährlich, kann schnell schief gehen, man greift quasi in dem Fall nicht ins fallende Messer, aber man hält so quasi auf die Hand auf eine startende Rakete, die da eventuell nach oben weggeht und das ist natürlich wirklich sehr, sehr tricky, solche Überlegungen, aber hier unten würde ich eigentlich kernmäßig die Abwärtsseite dann wieder handeln wollen, weil dann würden wir gegebenenfalls das übergeordnete Abwärtsbild hier wieder aufnehmen, ja, und dann hier unten eben auch durchaus wieder realistisch in den Bereich 1,11, beziehungsweise dann natürlich auch tiefer fallen können. Und vielleicht bereitet der Markt kommende Woche das Szenario vor
um dann übernächste Woche vielleicht uns die Abwärtsseite zu präsentieren. Das müssen wir sehen. Ich bin nach wie vor vorsichtig im Euro-US-Dollar. Wir können da gerne täglich drüber sprechen. Wir haben auch vor allem nächste Woche wirklich die Devisenradare um 9.30 Uhr. Wir haben dann am Mittwoch das Devisenradar-Webinar. Also wir können uns den Euro-US-Dollar täglich hier schnappen, draufschauen, in den Livestreams draufschauen. Wenn sich da was ergibt, werden wir es besprechen. Aktuell gibt es von meiner Seite da nicht so viele Überlegungen. Etwas interessanter wird es im Gold, das wir uns jetzt hier gerade anschauen. Auch hier ganz kurz der Blick auf die vergangene Handelswoche. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe hier mal jeden Markt mir quasi rausgesucht bezüglich der Analyse der vergangenen Handelswoche. Und wir hatten hier einen Bereich festgelegt, wo ich gesagt habe, Leute, seid vorsichtig, es kann sein, dass es weiter seitwärts geht, in dieser Zone seitwärts geht, weil wir in der Vergangenheit seitwärts waren in dieser Zone. Und das war das, was da orange eingezeichnet ist, in etwa dieser Bereich, das ging hier bis runter. So, so ist dieser, das ist das hier, ne? Dieser orange Bereich. Und ihr seht diese blauen Pfeile dazwischen, wo ich gesagt habe, seid vorsichtig, es kann sein in dem Bereich, dass der Markt sich kernmäßig darin aufhält und erstmal seitwärts tendiert. Wir hatten eigentlich nur einen Versuch. Ja, am Freitagabend hier die letzten Stunden, das zähle ich jetzt mal gar nicht, weil es eh dann für uns uninteressant wurde. Hier ist ein schneller Versuch, der mal auf der Aufwärtsseite gezeigt wurde, wo die Alarmglocken mal ganz kurz angingen für die Aufwärtsseite, denn wir hatten sie erst oberhalb angepeilt, ja, weil hier in dieser Seitwärtszone war es für uns uninteressant zu agieren, ja. Wir hatten hier oben gegen die Alarmglocken einmal an, einmal hier unten noch, ja, das wäre natürlich ein idealer Einstieg gewesen. Ich habe ihn, da muss ich sagen, das habe ich mir nicht getraut in dem Moment, weil wir hier wirklich so viel Druck dran, drauf gebaut haben, dass ich hier unten, ja, der Test des unteren Bereiches, eben mich nicht getraut habe zu kaufen. Muss ich ganz klar so sagen, somit ist im Gold von meiner Seite auch nichts passiert. Bin da aber auch definitiv nicht traurig drüber. Denn hier nach dem Ausbruch aus der Nordseite ging die Abwärtsseite noch viel schneller. Und wir hatten hier zweimal kurz den Alarm gesetzt auf dem oberen Bereich, aber das ging so schnell nach unten, dass hier in keinster Art und Weise irgendwie nur annähernd einen Longträger kam. Der Markt rutschte wieder in den Seitwärtszonenbereich rein und da blieb er dann auch. Nur am Freitagabend gab es hier nochmal nennenswert die Reise raus aus diesem Bereich. So. Nun hat sich, bis auf dass wir zwar leicht höher sitzen als der Schlusskurs der vorletzten Handelswoche, eigentlich gar nicht so viel verändert, außer dass wir jetzt gegebenenfalls hier in der kommenden Handelswoche dieses hier schon angenommene Long-Szenario, vielleicht sind wir diesem etwas näher als in der vergangenen Handelswoche. Denn solch seitwärts Schiebezonenbereiche, die sich hier ja schon angefangen haben, in der Vorwoche dann eben zu zeigen, dieser Bereich hat sich natürlich mehr und mehr jetzt gestärkt. Entscheidungen oder beziehungsweise Positionen wurden reingelegt, Positionen wurden aufgebaut, aller Volumen Profile, also da sind jetzt im Prinzip, besteht so ein Gleichgewicht, ja, der Preise für Gold, und es ist jetzt eben nicht ausgeschlossen, dass dann eben auch in der kommenden Handelswoche dieser Gleichgewichtspreis dann eben mal wieder verlassen wird. Grundsätzlich bleibt somit grundsätzlich die Analyse der Vorwoche erstmal bestehen, dass wir hier in dieser Seitwärtszone etwas vorsichtiger sind. Aber wir sprechen jetzt gleich mal drüber, wo es interessant wird, die Käufer- bzw. Verkäuferseite einzunehmen. Und da gibt es nochmal, deswegen müssen wir mal das große Bild jetzt wegnehmen, da gibt es jetzt nochmal einen schönen, interessanten Bereich oder einen Fakt, der hier nochmal auch vielleicht nicht so eine ganz uninteressante Rolle spielt. Auch wenn ich es selten mache und auch in den Trading-Wochenanalysen hier wirklich sehr, sehr selten mache, aber man kann hier aktuell wirklich sehr, sehr sauber so eine Trendlinie zeichnen. Und wenn man sich das mal anschaut, dann haben wir hier den ersten Test, zweiten Test, naja, vielleicht hier den dritten Test, lassen wir mal sein, dann ist es hier eben der dritte Test, vierter Test, fünfter Test. So, was sagt uns so eine Trendlinie jetzt? Sagt uns eigentlich nur, dass wir eine Sequenz fallender Tiefs haben. Mehr sagt das nicht, und dass diese Sequenz fallender Tiefs in irgendeiner Art und Weise eine ähnliche Schwankungsamplitude auf der Nordseite hat, die dann an einem bestimmten Punkt dann anfängt zu fallen. Das ist erstmal kein so ein großer Punkt, der uns weiterbringt, aber umso häufiger solch eine Trendlinie natürlich mal auf der Nordseite getestet wird, also generell getestet wird, umso wahrscheinlicher wird es natürlich zumindest für mich, dass der Markt dann auch irgendwann mal auf der Nordseite durchgeht. Und da haben wir ja eh schon den Gedanken, dass der Markt das eben tun könnte. Wir haben hier, wie gesagt, diese Schiebezone. Der Markt wird sich irgendwann mal von der Schiebezone lösen. Und dann fällt der Break aus der Schiebezone gleichzeitig auf den Break
der Trendlinie, was dann schon mal zwei kleine Puzzleteile wären, um mich vom Kopf her auf die Long-Seite vorzubereiten. Denn wenn sie kommt, und das sehe ich wirklich als durchaus realistisch an, schaut die letzten Male, wo der Bereich hier knapp oberhalb dieser Schiebezone abgearbeitet wurde, die letzten Male, das hatten wir genauso in der vergangenen Handelswoche auch schon besprochen, ja, nur dass es eben zum Szenario nicht kam, ging das jeweils schnell. Und somit ist es dann hier nicht auszuschließen, dass diese Bewegung in Richtung 1300 bzw. 1305 erneut relativ zügig vonstatten gehen können. Was einfach bedeutet, wenn der Markt long geht. Ich würde nicht sofort Montag früh gleich die Long-Taste drücken und irgendwie alles laufen lassen in Richtung Long. Man könnte einen Swing-Trade mal versuchen mit verhältnismäßig kleinem Risiko, dass man wirklich sagt, okay, wenn der hier noch ein bisschen Stärke sieht, man setzt hier wirklich mal den Stop unter diese Schiebezone und versucht es damit mal. Kann man machen, ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, sondern ich würde dann eben wirklich sagen, wenn der Markt, Moment, jetzt haben wir hier ein paar Pfeile zu viel gemacht, wenn wir hier diese Moment, ich baue das jetzt nochmal auf, dass wir da auch wirklich wissen, wovon wir sprechen jetzt. Deswegen zeichne ich das jetzt nochmal ganz kurz ein. Ich hatte nur eben ein paar Pfeile in dem Bild zu viel gemacht, zeichne dann die Trendlinie hier nochmal ein. Zack, ja, das ist ungefähr so. Wenn wir jetzt dann eben anfangen rauszulaufen, da kann man durchaus auch auf den ersten Schritt warten. Raus, Test diesen Bereiches, Alarm legen, was auch immer. Von mir ist auch nochmal so eine Nuance tiefer, das würde mir gar nichts tun oder würde mein Bild erstmal nicht ändern. Trigger abwarten und dann hier durchaus die Aufwärtsseite in Richtung 13 bzw. 13.05 handeln. Ähnlich natürlich, wenn der Markt hochläuft, wenn der Markt dann konsolidiert von höherem Niveau, dass man dann jeweils des Chartbildes angepasst. Wir haben ja hier, wissen wir ja auch aus der Vergangenheit, so ein bisschen höher, immer noch so nicht ganz so unwichtige Bereiche, dass man natürlich dann auch zwischendurch auch noch höhere Einstiegssetups bekommt. Chance-Risiko-Verhältnis prüfen muss natürlich passen in Richtung 13.05. Viel höher würde ich die Chance für die kommende Handelswoche erstmal nicht sehen. Maximal so 13.05, wenn man das mit den Schwankungsamplituden der vergangenen Handelswochen oder der vergangenen Monate in etwa vergleicht, gerade wenn es die Aufwärtsseite war, dann würde das passen, ja, nicht viel höher. Ja, und dann eben vice versa die Abwärtsseite, ja, die kann genauso eintreten. Hat in der vergangenen Handelswoche erstmal so gut wie keinen Bestand. Ganz am Anfang, mal ganz kurz, haben wir hier Schwäche gesehen, aber grundsätzlich hat die Abwärtsseite eigentlich keine Rolle gespielt in der vergangenen Handelswoche. Zumindest waren wir nicht unterhalb des Bereiches. Da haben wir jetzt auch hier so eine kleine Mini-Trendlinie mit den Tiefs der Vorwoche. Wenn wir jetzt hier nach unten kommen, wenn wir also Schwäche sehen, dann würde frühestens in dem Bereich hier unterhalb der 1282, ja, also hier, ab hier unten, da würden die ersten Alarmzeichen, also da wirklich, da würde ich mir einen Alarm reinlegen und da würde ich das erste Mal an Short denken wollen, ja, dass ich dann sage, okay, der Markt scheint sich für die Aufwärtsseite nicht zu entscheiden, auch wenn wir vielleicht erstmal die ersten Schwünge auf der Aufwärtsseite sehen. Wie gesagt, die Zone zwischen 85-86 bis hinab, so in den 80er-Bereich, ist eh so eine seitwärts tendierende Zone. Wenn wir hier runterlaufen, kommen die ersten Anzeichen, okay, es scheint Schwäche im Markt zu sein. Und wenn der Break, aktuell muss man fast sagen, der 80 kommt, dann kann es auch sein, dass wir schnell an diesen doppelten Boden hier ranlaufen. Das ist natürlich ein realistisches Ziel. Auch diese Bewegungen hier unten, die gingen jeweils verhältnismäßig schnell vonstatten. Ja, auf der Aufwärts- wie auf der Abwärtsseite. Von daher kann das dann auch verhältnismäßig schnell gehen. Und hier würde ich dann auch sagen, okay, wenn die Schwäche aufkommt, gerade wenn die US-Märkte wirklich wieder die Stärke auf der Aufwärtsseite wiederfinden. Aktuell ist es so, dass die Märkte wieder negativ, größtenteils negativ korrelierend sind. Dass eben die Tendenzen hier auf der Aufwärtsseite, auch wenn das in der vergangenen Handelswoche nicht ganz so stark gezeigt wurde, ja, die US-Märkte sind ja doch relativ stark abgedriftet nach unten. Wir hatten hier leichte Long-Tendenzen. Ich denke, wenn wir die Long-Tendenzen weiter sehen, dass hier es durchaus denkbar ist, dass wir dann eben die Abwärtsseite sehen. Das muss nicht sein, es kann auch unvolatil bleiben. Aber das würde ich so als groben Gedanken mitnehmen in die kommende Handelswoche. Ich wünsche euch somit erstmal Good Trades und Mega Trading und nur das Beste. Wie gesagt, wir hören uns Montag, Dienstag, Mittwoch noch. Donnerstag und Freitag und eventuell auch gibt es nächstes Wochenende keine Trading-Wochenanalyse. Vielleicht schaffe ich es am Sonntagabend noch, aber ich kann das nicht versprechen. Aber wir hören uns natürlich dann danach, spätestens am Montag wieder und kommende Woche natürlich Montag, Dienstag, Mittwoch. In diesem Sinne, euch nur das Beste. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Bis dahin, nur das Beste euch, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.